So, willkommen zurück. Wir machen heute weiter mit der zweiten Lektion für Subtraktion oder voneinander abziehen. Wir fangen gleich mal mit dem nächsten Beispiel an. Wir haben ja in der letzten Übung schon ein paar Beispiele gerechnet. Lass uns gleich nochmal kurz auffrischen. Fangen wir mal mit 5 minus 3 an. Und wie du dich erinnerst, wir können es mit unserer alten Methode machen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einfach mit den Kreisen, also zum Beispiel den Äpfeln. Also wir haben hier fünf Äpfel, 1, 2, 3, 4, 5. Und wir stellen uns vor, drei davon werden weggenommen oder abgezogen. Zum Beispiel der hier, 1, der hier und der hier. Also 1, 2, 3 fallen weg und dann bleiben uns noch dieser und dieser übrig, das sind 2, 1, 2, das heißt 5 minus 3 ist gleich 2. So, das gleiche können wir auch, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, an der Zahlenreihe üben. Da fangen wir wieder bei der 0 an. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie schon gesagt, die Zahlenreihe kannst du nach rechts beliebig weit vergrößern und verlängern, sogar auch nach links. Das geht dann bis in die negativen Zahlen rein. Da gibt es noch was, was kleiner ist als 0. Das sehen wir aber auch später noch im Detail. Da brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken drüber zu machen. Das heißt, auf der Zahlenreihe können wir auch bei der 5 anfangen und dann gehen wir drei Schritte beim voneinander abziehen. Gehen wir einfach nach links die Zahlenreihe runter. Beim Addieren, weißt du ja auch noch, gehen wir dann einfach immer rechts einen Schritt hoch. Aber jetzt wollen wir 3 abziehen. Das heißt, wir gehen von der 5, 1, 2, 3 nach links runter und landen dann bei der 2. Das heißt, 5 minus 3 ist auch in der Zahlenreihe 2, so wie das sein soll. So, wir können aber auch noch eine andere Methode nehmen oder einen anderen Weg oder gibt noch eine andere Art und Weise, wie man darüber nachdenken kann. Und zwar einfach, was ist denn der Unterschied zwischen 5 und 3? Also 5 minus 3 kann man auch einfach sagen, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen 5, also 1, 2, 3, 4, 5 und 3? 1, 2, 3. Jetzt zählen wir erstmal, was gleich ist. Also hier haben wir einen bei der 5 und hier. Dann noch einen zweiten und noch einen dritten. Das heißt, der Unterschied sind diese beiden hier, der da und der da, und es gibt zusammen 2. Also so kann man auch drüber nachdenken, dass du sagst, 5 minus 3 ist 2 oder was ist der Unterschied zwischen 5 und 3? Das ist 2. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Art und Weise, sich das vorzustellen. Das geht auch am Zahlenstrahl oder an der Zahlenreihe. Ich male die nochmal auf. So, fangen wir wieder bei der 0 an. 1, 2, 3, 4, 5. Ich gehe mal bis zur 6 hoch. So, und jetzt malen wir hier nochmal ein. Also die 5 male ich dir mal auf den Zahlenstrahl ein. Die ist hier. Und die 3. Mal immer mit dunkelblau, ist hier. So, und was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied könnte man jetzt auch so darstellen. Von 0 bis 3 geht es so weit und von 0 bis 5 geht es hier. Und der Unterschied sitzt hier in der Mitte, nämlich von hier bis hier. Und das sind 2. 1, 2. Und das ist das Ergebnis hier oben. Nehmen wir einfach mal ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen praktischer. Und zwar stellen wir uns vor, du bist zu Gast in einem Sägewerk und wir wollen jetzt mal an dem Beispiel 7 minus 4 rechnen. Und stell dir mal vor, du hast einen Balken, ein Holz. Stamm, der ist 7 Meter lang.
einem Sägewerk, da werden große Bäume gefällt und zusammengesägt. Das heißt, das ist ein 7 Meter langer Baumstamm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schreibe ich nochmal kurz dazu. Vier, fünf, sechs, sieben. So, also 7 Meter. Und wenn du von diesem 7 Meter langen Baumstamm jetzt vier absägst, also 1, 2, 3, 4, also hier. Das sägen wir mal alles ab. So, das fällt also komplett weg. Dann ist der Rest, der übrig bleibt, sind hier die ersten 3 Meter. Also diese 3, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diese ersten 3 Meter. 3 Meter bleiben übrig. Das heißt, 7 minus 4 ist 3. Du kannst das auch noch anders rechnen. Und zwar nehmen wir das gleiche Beispiel, 7 minus 4. Und jetzt nehmen wir wieder unseren Baumstamm, unseren 7 Meter langen. So. Also fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind also unsere 7 Meter. Und daneben dran legen wir noch einen anderen Baumstamm. Der sieht zwar vielleicht, hat vielleicht eine komische Farbe, aber nehmen wir mal an, der ist gefärbt. So, und der ist 4 Meter lang. So. Und was müsste jetzt passieren, damit der, also was ist jetzt der Unterschied zwischen 7 und 4? Also wie viel müsste man hier hinzufügen, damit der 4 Meter lange auf 7 Meter anwächst? Und müsste es also hier noch irgendwas dran wachsen lassen oder hinzustückeln oder ansetzen oder anbauen? Und das sind 1, 2, 3. Also du musst hier 3 Meter Baumstamm ansetzen. Also es sind diese drei hier oben, ne? Eins, zwei, drei. Das heißt, 7 minus 4 ist auch wieder 3. Das sind jetzt zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man 7 minus 4 rechnen kann oder wie man sich vorstellen kann, wenn du mal mit dem Zählen, mit den Kreisen oder mit der Zahlenreihe nicht so weiterkommst. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Machen wir einfach noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal 17 minus 9. So, und da könntest du jetzt auch wieder sagen, okay, das mit den Kreisen hat immer gut funktioniert. Das mache ich jetzt weiter. Also du zählst hier deine Kreise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und jetzt ziehst du davon 9 ab oder nimmst 9 weg. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und was bleibt übrig? Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 17 minus 9 ist 8. So, das war ganz einfach. Geht natürlich wie immer auch an unserem Zahlenstrahl. Den male ich jetzt hier unten mal hin oder hier daneben. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen länger, einen bisschen längeren Strahl diesmal. Schauen wir mal, ob das reicht. Fangen wir mal bei 18 an. Ich zähle jetzt einfach mal rückwärts. 17, 16, 15, 14. 13. Ich hoffe, du kannst es lesen. 10, 9, 8, 7. Und du könntest das natürlich noch beliebig weiter. 6, 5, 4, 3 und so weiter. Nach links weiter bis zu 0 und sogar bis in die negativen Zahlen rein. Und rechts geht es natürlich auch wie immer noch weiter. Das ist einfach nur ein Ausschnitt aus dem Zahlenstrahl, aus dieser Zahlenreihe.
Und wir rechnen das Beispiel jetzt wieder. Also, wir fangen bei der 17 an und gehen unsere 9 nach links, jeweils 9 Schritte nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann landen wir bei der 8, wie das schon zu erwarten war. Gut. Kannst jetzt aber auch ganz einfach rechnen. Ja, was ist denn 8 plus 9? Und dann siehst du schon 8 plus 9, wenn wir jetzt einfach diese 9 wieder hinzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komme ich zur 17. Du siehst schon, also die hängen alle irgendwie miteinander zusammen oder auch 17 minus 8. Können wir nochmal hier rechnen. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist also 9. Also du siehst schon, 17 minus 9 ist gleich 8. 17 minus 8 ist gleich 9, 8 plus 9 ist 17, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Eine andere Art und Weise, wie du darüber nachdenken kannst, ist auch, wenn du von 17 9 abziehst, oder was ist der Unterschied zwischen 17 und 9, kannst du auch sagen, was fehlt mir denn noch von der 9, um auf die 17 zu kommen? Und das ist die 8. Oder was fehlt mir dann noch von der 8, um auf die 17 zu kommen? Und dazu bräuchten wir noch 9. Also siehst du, deshalb ist auch 8 plus 9 17. So kann man sich das vielleicht ein bisschen leichter merken und darstellen. Ein letztes Beispiel will ich noch kurz mit dir machen. Nehmen wir mal 13 minus 5. Ich schreibe das jetzt wieder mal untereinander, aber das kennst du ja auch schon aus dem Additionsbeispiel mit zweistelligen Zahlen. Ist also nichts weiter als 13 minus 5 zu schreiben. Ich rechne zuerst mal wieder an unserem Zahlenstrahl. So. Hier wieder zähle ich wieder runter. Dann bin ich mir sicher, dass der Zahlenstrahl lang genug ist. 11, 10, 9, 8, 7, 6, voilà. 5. So, und ich kann jetzt wieder bei meiner 13 anfangen und zähle 5 langsam runter, immer in einer Schritten nach links. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann komme ich bei der 8 raus. Das heißt, 13 minus 5 ist gleich 8. So, und jetzt rechnen wir auch nochmal 13 minus 8. Minus 8. Du merkst schon, ich mache jetzt sowas Ähnliches wie am Beispiel oben drüber. Also 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann lande ich bei der 5. Oder auch 5 plus 8. 5 und 8, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lande ich wieder bei unserer 13. Also ich hoffe, das verwirrt dich jetzt nicht zu sehr auf dem Zahlenstrahl, aber denk dir einfach nochmal drüber nach, was brauche ich denn noch für bei dem Beispiel 13 minus 8, was fehlt mir da noch bei der 8, um auf die 13 zu kommen? Und das ist 5. Was fehlt mir dann noch hier bei diesem Beispiel bei der 5, um auf die 13 zu kommen? Und das ist 8. Also 5 plus 8 ist 13. Wenn ich von der 13 8 abziehe, ist es 5. Wenn ich von der 13 5 abziehe, ist es 8. Das ist also eigentlich ganz leicht, wie du schon siehst. Wenn du als Übung die einfach mal verschiedene zweistellige Zehnerzahlen nimmst und von denen eine einstellige abziehst, also zum Beispiel 12 minus 8 oder 17 minus 9 oder 18 minus 5 und so weiter. Rechnen die einfach mal als Übung, da kommst du bestimmt schnell dahinter, dass das alles relativ leicht ist. In Zukunft, denke ich, wirst du dir auch gerade solche Zahlengrößen relativ bald auswendig lernen und merken können und dann brauchst du nicht immer die Beispiele am Zahlenstrahl zu machen oder mit den
mit den Kreisen zu rechnen. Das geht dann in der Zukunft immer schneller, das wirst du sehen. Und dann können wir bald auch in ein paar Methoden oder Art und Weisen einsteigen, die dir helfen, auch größere Zahlen voneinander abzuziehen. Aber das kommt in ein paar späteren Videos. Bis dann, viel Spaß, tschüss.